Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Wie schon angekündigt, werde ich diesmal wieder nach draußen gehen. Und noch etwas rumbuddeln. Was mache ich denn? Damit das nicht zu lange dauert, gibt es diesmal auch Eisenschaufel. Oh, da wären wir ja schon. Da sich meine Kisten langsam füllen mit allem möglichen Zeug, werde ich vermutlich in den nächsten Folgen irgendwann ein richtiges Lagerhaus bauen. Ob ich das jetzt an der Oberfläche mache oder unterirdisch in der Mine, weiß ich noch nicht. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren ein paar Inspirationen schicken. Wenn ich das nicht schon gemacht habe, bevor die Folge hier rauskommt. Ich habe noch einen guten Vorsprung beim Aufnehmen. Aber der kann ratzfatz weg sein, wenn ich wieder ein paar Mal sehr spät von der Arbeit komme. Sieht schon, mit Eisenwerkzeug geht das schon recht schnell. Wobei die Werkzeuge natürlich auch nicht ewig halten. Aber eine Schaufel aus Diamant ist einfach Verschwendung. Deswegen werde ich keine machen. Nicht mal, wenn ich 500 Diamanten auf Vorrat habe.
Es ist einfach pure Verschwendung. User left your channel. Und ich sehe gerade, ich hätte den TS auf lautlos stellen müssen. Ich hoffe mal, heute ist da nicht so viel Verkehr. So eine Hungerleiste wünsche ich mir fürs echte Leben auch mal. Es würde vieles einfacher machen. Dann wäre es interessant, wenn Anker so eine Leiste hätte. Dann wüsste ich genau, wann ich Essen machen muss. Falls ihr euch jetzt wundert, ja, ich als Mann koche zu Hause, weil ich meistens doch noch früher zu Hause bin. Wenn ich nicht früher zu Hause bin, kocht sie. Das ist allerdings sehr, sehr selten. Gott sei Dank. Weil das würde dann bedeuten, dass ich sehr, sehr lange auf der Baustelle bin. Und das muss auch nicht sein. Ab ins Bett. Thank you.
Es sieht so langsam, aber sicher verschwindet da diese kleine, ja, wie nennen wir das, ehemalige Insel. Wird aber wahrscheinlich noch eine Folge dauern. Mindestens eine Folge. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dran hängen, wenn ich den Meeresgrund noch dementsprechend anpassen würde. So. Ich denke, das war's jetzt erstmal im Kram. Ich will jetzt einfach mal den Baum, weil ich sonst kein Holz dabei habe, und nochmal aufmiste. Einfach mal noch ein paar Fackeln. Dann markiere ich einfach diese Höhenlinie hier. Das nehme ich jetzt einfach mal als natürliche Linie, wo die Mauer später entlang laufen wird. So sieht dann die ganze Mauer schon natürlicher aus. Beziehungsweise, was heißt natürlich bei einer Mauer? Dass sie nicht schnurgerade läuft, sondern ungefähre Kurven schon hinkriegt. Dann habt ihr auch schon mal eine ungefähre Vorstellung, welche Größenordnung die Stadt dann werden wird. Hier lasse ich es mal sein. Das schaue ich mir später nochmal genauer an, ob ich das jetzt so weiterführe. Oder ob ich hier den Hügel mehr oder weniger wegmache und gleich hier rüber gehe und weiter nach. Das muss ich noch schauen.
Bei der Gelegenheit kann ich gleich mal anfangen, die ganze Kohle abzubauen. Jetzt einmal wird die Maus abgehauen. Kaum ist noch Kohle. Mal wenn man in die Richtung weiter, da sollte auch noch einiges an Kohle rumliegen. War doch mindestens noch ein Sader. Und davon ist es nichts. Oh, noch zwei. In der nächsten Folge werde ich hier erst zwischen Mauer und dem Rest noch etwas auffüllen. Und hier drüben noch die Mauer bis zum Ende hochziehen, damit ihr mal vorgewarnt seid. Hier wird auf jeden Fall noch ein Haus entstehen. Weil ich leider noch nicht sagen kann, wann ich die Muße dazu habe, das zu bauen. Jetzt führen wir hier einfach mal noch die Straße weiter bis zum Folgenende. Oh, und die Sonne geht unter. Das heißt, ich gehe ins Bett. Und
bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.